Unsere Fünfkämpferin Lilly und Alexandra waren bei der WM in Tata. Sie haben sie sehr genossen und wie sie mit der Staffel dort abgeschnitten haben, das erfahrt ihr jetzt hier. Heute ist der zweite Wettkampftag von uns bei der Weltmeisterschaft der Jugend A in Tata, Ungarn. Ja, gestern waren nämlich die Staffeln bei den Mädchen und bei den Jungs. Und ich war zusammen mit Pia und Kathi in dem Team. Und es hat ungefähr um 8.30 Uhr angefangen mit dem Fechten. Und also meine Teamkollegen waren beide eigentlich ziemlich gut. Also ja, und ich habe es dann halt ziemlich versaut, weil ich echt schlecht war im Fechten. Also wirklich schlecht. Ich habe, glaube ich, 4 Siege und 10 Niederlagen gehabt. Und eigentlich sollte es eher umgekehrt sein, aber es ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall waren wir dann erstmal letzter, glaube ich, nach dem Fechten oder vorletzter, genau. Und dann hatten wir halt Schwimmen. Das war bei uns allen eigentlich ganz okay, denke ich mal. Also wir sind alle ganz gut geschwommen und niemand ist jetzt besonders rausgefallen. Aber da sind wir halt trotzdem als 12. ins Command gestartet. Von 15 Startern, glaube ich. Mhm. Und ja, das Command war halt bei uns allen ziemlich gut und ich glaube, wir hatten auch das viertbeste Combined und sind dann halt von 12 auf 5 gerannt. Und ja, ich habe mich eigentlich ziemlich gefreut, weil mein Fechten in letzter Zeit, weil mein Schießen in letzter Zeit super schlecht war und ich diesmal endlich mal getroffen habe. Und ja, das war dann ganz cool eigentlich. Also da sind wir drei alle gut combined. Als Team war es auf jeden Fall spitze. Los geht's. Okay, ja, ich hatte heute meinen Wettkampf. Und zwar die Mixstaffel mit Gerrit. Fechten war eigentlich ganz gut. Also zwischendurch hatte ich mal so einen kleinen Aussetzer und dann hat Tora aber gleich gesagt, ich soll mal kurz rausgehen und frische Luft schnappen. Und dann war es eigentlich bis zum Ende hin auch durchgängig ganz gut. Nach dem Fechten waren wir Dritter und letztendlich sind wir dann Fünfter geworden. Das ist sehr gut eigentlich. Das ist besser, als wir erwartet haben. Auch die Trainer haben das nicht erwartet. Und somit haben wir uns eigentlich alle gefreut. Ja. Gut. Das war's. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch. So haben unsere Fünfkämpfer mit den Staffeln bei der WM in Tata abgeschnitten. Wie sie im Einzel so waren, könnt ihr hier auf unserem Kanal erfahren. Bis dahin schaut euch diese Videos hier mal an. Und nicht vergessen, immer fleißig bewerten und kommentieren. Dann mal bis dann.